Zum fünften Empfang der Wirtschaft in Konz sind 150 Unternehmer und Kommunalpolitiker gekommen. Sie hatten die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen und über aktuelle Themen zu diskutieren. Erstmals hat Joachim Weber, der neue Konzer Bürgermeister, die Veranstaltung im Kloster Kathaus eröffnet. Sie alle ganz herzlich willkommen zu heißen, denn wir freuen uns über jeden, der heute Abend da ist. Als Gastredner war diesmal der deutsche Botschafter in Luxemburg, Heinrich Kreft, dabei. Er setzte sich mit der politischen Großwetterlage und der Krise der Europäischen Union auseinander. Meine Damen und Herren, in einer Zeit der elementaren Umbrüche sollten viele in der Welt, vor allem aber wir selbst, ein elementares Interesse daran haben, ein starkes Europa zu schaffen. Anschließend stand eine Podiumsdiskussion mit Vertretern von IHK, HWK, Stadtmarketing, Gemeinde und Unternehmen an. Thomas Fatheuer war Moderator. Die Runde beschäftigte sich vor allem mit dem Thema Fachkräftemangel. Wir selbst haben auch duale Studiengänge angeboten, aber die Attraktivität dieser Ausbildung scheint noch nicht angekommen zu sein. Nach dem offiziellen Teil hat Volksfreund.de nachgefragt, was die Konzer Unternehmer von dem neuen Bürgermeister erwarten. Vom neuen Bürgermeister erhoffe ich mir einen engen Dialog mit den Geschäftsleuten und hoffe, dass wir da eine gute Zusammenarbeit haben für die nächsten Jahre und vieles noch im wirtschaftlichen Bereich und mit den Unternehmen und der Verwaltung zusammen den Konz bewegen können. Dass er halt einfach die Region gut vertritt, ein bisschen Bewegung in Konz reinbringt, vieles vielleicht fortführt, was der Herr Frieden schon angefangen hat. Die Erwartungen sind dahingehend, dass unser neuer Bürgermeister als in der Region geborener und wohnender uns erkennt, die Situation in Konz kennt und sicher eine gute Partnerschaft zu den Konzer Betrieben und Bürgern pflegen wird. Dass er den Standort ein bisschen weiterentwickelt, vor allen Dingen auch was Tourismus angeht, dass wir nochmal ein bisschen mehr in den Fokus kommen, was natürlich auch sehr viel mit der Infrastruktur zu tun hat und verkehrstechnisch auch nochmal ein bisschen mehr halt Touristen anziehen können, weil es einfach mehr Möglichkeiten gibt, vor allen Dingen Übernachtungsmöglichkeiten zu schaffen. Also ganz konkret, dass die diversen Baustellen hier schnellstmöglich zu Ende kommen, was auch ein Punkt ist, natürlich für alle Unternehmer, nicht nur für mich, ist natürlich dann ein vernünftiges Internet, was einigermaßen schnell und gut funktioniert. Das ist im Moment ein bisschen lückenhaft. Schön wäre es natürlich, wenn die Steuerpolitik eine andere würde. Inwieweit das realisierbar ist, ich kenne das Stadtschiff nicht, also wie der Etat da aussieht. Aber das wären so meine Vorstellungen.